Hi, ich bin Santo und in diesem Video erkläre ich dir, wie du den Apple Pencil der zweiten Generation mit deinem iPad verwendest. Für alle, die das Zeichnen oder Schreiben auf dem iPad mögen, ist der Apple Pencil bestimmt eine gute Wahl. Jedoch solltest du vor dem Kauf eines Apple Pencils genau wissen, welches iPad-Modell du hast, da er nicht mit jedem Modell kompatibel ist. Hast du also eins dieser Modelle hier? Dann ist er auf jeden Fall geeignet und dann kann es auch schon mit der Einrichtung losgehen. Um den Apple Pencil nutzen zu können, musst du ihn zuerst mit deinem iPad koppeln. Dafür steckst du ihn auf den magnetischen Anschluss an der Seite deines iPads. Anschließend öffnet sich entweder ein Einrichtungsfenster, wo du gefragt wirst, ob du ihn mit dem iPad verbinden möchtest, oder er wird automatisch erkannt und direkt an deinem iPad angezeigt. In diesem Fall befolge dann einfach die Anweisungen auf deinem iPad. Nun ist dein Pencil verbunden und er bleibt so lange gekoppelt, bis du dein iPad ausschaltest, den Flugmodus aktivierst oder ihn mit einem anderen iPad koppelst. Was tun, wenn der Apple Pencil einmal leer ist? Gehe dafür zuerst in die Einstellungen und schalte dein Bluetooth ein. Stecke dann den Apple Pencil mittig auf den magnetischen Anschluss auf der rechten Seite deines iPads und schon wird der Pencil automatisch aufgeladen. Natürlich gibt es im App Store verschiedene Apps, die den Apple Pencil unterstützen. Standardmäßig sind bereits verschiedene Apps wie zum Beispiel Mail oder Notizen auf dem iPad installiert, die den Stift unterstützen und du sofort mit dem Zeichnen oder Schreiben loslegen kannst. Und das zeige ich dir mal mit der Notizen-App. Öffne zuerst deine Notizen und tippe mit dem Pencil auf das Quadrat. Wenn du schreiben möchtest, musst du dann auf das Symbol mit der Stiftspitze drücken und schon öffnet sich ein kleines Toolfenster, wo du einige Dinge einstellen kannst. Möchtest du zum Beispiel einen Sticker oder eine Unterschrift einfügen, dann musst du nur auf das kleine Plus tippen. Das war's jetzt schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann schreib sie gerne unter dem Video in die Kommentare. Wir beantworten die. Ciao und bis zum nächsten Mal.